Das ist eine gute Frage. Ja, neben der Investition ist der Unterhalt von Whirlpool ein wichtiges Thema. Du musst im Endeffekt ein wenig unterscheiden in verschiedene Kostenbereiche. Du hast im Endeffekt die Stromkosten, die Wasserkosten, Pflegemittel. Und im Endeffekt rechne ich immer so eine Instandhaltungsrücklage dazu. Das bedeutet, wenn jetzt du irgendwo nach 6, 7, 8 Jahren auch mal eine neue Abdeckung brauchst, dass das einfach kostenmäßig abgedeckt ist. Ja. Geh einfach irgendwo von einer Instandhaltungsrücklage von 100, 150, 200 Euro im Jahr aus. Dann rechne ich nur circa Wasserkosten von circa 30, 40 Euro im Jahr, für das, dass dann circa 3, 4, 5 Mal im Jahr das Wasser dann zu wechseln hast. Dann gehe ich von irgendwo 50, 100 Euro Pflegemittel aus, je nachdem, wie du das Becken desinfizierst. Egal ob Chlor, Aktivsauerstoff oder andere Desinfektionssysteme. Und der entscheidende Kostenfaktor ist immer die Stromgeschichte. Ja. Das bedeutet, je nachdem, was du für ein Modell hast, hast du auf alle Fälle bei unseren vierseitigen isolierten Modellen, wo die Technik nach außen ist, einen wahnsinnigen Energievorteil, aber natürlich trotzdem Stromkosten. Rechnest irgendwo zwischen 2.500 bis 3.000 Kilowattstunden im Jahr, dann bist du bei irgendwo 26 bis 30 Cent die Kilowattstunde, irgendwo zwischen 700 und 800 Euro Stromkosten. Dann hast du im Endeffekt als Gesamtsumme vielleicht um die 1000, 1050 Euro für das, dass das ganze Jahr 738 Grad dein Pool beheizt hast und immer nach dem Verfahren kannst, bedeutet Deckel auf und fertig. Ja, und so muss es sein. Und dann hast du im Endeffekt alle Kostenkomponenten, Strom, Wasser, Pflegemittel, Instandhaltungsrücklage, alles mit dabei.